Hallo, herzlich willkommen zum neuen Video von FOMO Adventure. Ja, wo geht's hin diesmal? Und zwar, wir reisen in die Türkei ein und da könnt ihr sehen, wie das Ganze verlief, so einigermaßen am Zoll mit 4 Hunden da rein, ja. Und dann werden wir auch die erste Plätze finden und die erste Sandfahrt am Meer machen und das wird spannend. Wir haben schon wunderschöne Orte gefunden. Ja gut, dann lassen wir los und viel Spaß beim Schauen. So, ganz kurz. Wir sind noch knapp 100 Kilometer vor der Grenze zur Türkei. Also wir fahren jetzt dann bald in die Türkei ein. Und dann war es das mit Bulgarien. Ja, wir sehen uns an der Grenze wieder. Und zwar jetzt dann gleich. So, jetzt sind wir vor dem Zoll. So, wir haben den Zoll erreicht. Zum ersten Mal mit Camper in der Türkei. Mit Flieger war ich schon ein paar Mal. Also Leute, kaum Stau, es sieht super aus. So, die Ausreise ist geschafft, jetzt geht es zur Einreise. Da bin ich ja fast alleine. Nur ein Auto vor mir, Wahnsinn. Und da wird noch, keine Ahnung, desinfiziert oder irgendwas. Oh Gott, ja. Also Pässe schon gestempelt beim ersten Schalter, das ging ganz schnell und jetzt geht's weiter, vermutlich Auto. So, wir sind direkt vor dem Grenzübergang und das ist dann die größere Hürde, weil da kontrollieren sie offenbar das Fahrzeug immer wieder, auch mit Drogenhunden teilweise. Tja, dann schauen wir mal. Also die haben uns direkt zu diesem Gebäude D3 geschickt. Caravans müssen da rein. Tja dann. So, ich glaube, wir sind drin. Die Kontrolle lief folgendermaßen ab. Wir mussten da reinfahren, das konnte ich nicht filmen, war verboten. In ein Gebäude. Und da kam einfach ein Mann und hat ein bisschen in die Fächer geschaut. Ganz unproblematisch eigentlich. Hunde hat er auch gesehen, mindestens einen. Hat nichts gesagt, wir haben ein bisschen gesprochen. Leicht Englisch konnte er. Und dann ja, hat er uns weggeschickt. Und dann kommt noch ein Gebäude und der hat uns sofort durchgewunken. Und jetzt denke ich, ist das Ganze vorbei. Und jetzt warten wir noch auf Sebastian, der ist gerade auch bei der Camperkontrolle. So, wir haben noch auf die anderen gewartet, aber die haben wir verloren. Keine Ahnung, wo die sind. Die haben kein Internet. Ich habe Internet. Dann wollte ich noch Geld wechseln. Der hätte mir einen guten Kurs gegeben. 50 Euro, 900, wie heißt es? Türkische Lira oder irgendwas. Und dann hatte ich aber den Pass nicht dabei, weil ich war zu Fuß dahin. Ja, nun. Dann sind wir weitergefahren. Die nächste Zahlstelle, wo man die Maut lösen kann, 3 Kilometer nach der Grenze. Das sind PTT-Stationen. PTT kann man in Google eingeben, dann zeigt er einem überall diese Post-Office. Da kann man die Maut lösen. Aber nur Barzahlung wäre möglich gewesen, wollte ich da wechseln. Die hat mir nur 750 gegeben, also 150 weniger extrem. Und dann habe ich gesagt, ja, dann breche ich das ab. Und jetzt fahre ich ins nächste Dorf und löse dann da morgen die Maut und hole mir auch Geld. Weil man hat, glaube ich, 7 Tage Zeit, um die Maut bezahlen. Also das ist hier ganz ja, unproblematisch. Also, wir sind jetzt vor Edine irgendwo,
an diesem Fluss. Der erste Platz suchen wir jetzt am Fluss entlang. Und die Leute sind bis jetzt freundlich. Ja, sind wir gespannt. Ein erster Übernachtungsplatz mit dem Camper. Tja, wir sind auf dem Damm und jetzt, ich glaube, ich fahre da runter. Bisschen Büsche. Stellen wir uns hier irgendwo hin. Da oben. Ne? Was meint ihr, Leute? Super. Sieht super aus. Ja. Perfekt. Und sogar gerade. Genau da. Mein erster Übernachtungsplatz in der Türkei. Und es ist ein toller Platz. Voilà. So, das war unser Platz. Schön da am Fluss. Griechenland ist übrigens knapp 1 Kilometer weiter unten. Der Sebastian hat uns auch noch gefunden, hat sich Internet besorgt und gesehen, dass ich ganz in der Nähe bin. Ich bin ja nur zur ersten Stadt. Udine heißt die, glaube ich. Und jetzt fahren wir ein Stück weiter über Istanbul und dann direkt ans Schwarze Meer. Wir müssen uns aber noch die Vignette für die Maut auf der Autobahn besorgen und die kriegt man bei der PTT, bei der Post sozusagen, da habt ihr die besten Chancen, das Teil zu besorgen. Das wird aufgeladen und dann fährt man einfach an so Zahlstationen vorbei, dann wird es elektronisch übermittelt. Und wenn man zu wenig Guthaben drauf hat, kein Problem hier, alles unkompliziert, man kann später einfach nachladen. Also man kriegt da nicht so schnell eine Buße, auch wenn man sogar keine hat, einfach innerhalb, glaube ich, von 7 Tagen oder 14, ich weiß es nicht mehr, aber ich mache es natürlich jetzt, sicher ist sicher, so sind wir halt. He. Ja, das ist mal eine historische Brücke und man darf sogar durchfahren gehen. Einfach schön. Durchfahren. Einfach schön. Und die nächste. Schöne Brücke. So, ich bin immer noch in der Stadt Udine und da muss ich die Autobahnvignette kaufen und 25 Leute sind noch vor mir. Man muss ein Ticket ziehen da und ja, das dauert alles hier. So, die Vignette habe ich endlich. Dieses Teil hier muss man aufladen und dann piept's und zieht das Geld ab. Jetzt sind wir gerade am Tanken. So günstig habe ich schon lange nicht mehr getankt. Ungefähr 1,20, 1,25. Kommen gleich mal 400 Liter rein. Denn bis Georgien sind es mindestens 1,500, eher mehr, weil wir der Küste entlang fahren. Ja, schau mal eine an. Eine Schweizer Kette in der Türkei, die Migros. Unglaublich. Ey. So, gleich bei Udine auf die Autobahn und das ist die erste Zahlstelle, wo das an der Vignette abgebucht wird, was es dann halt kostet. Na, das ist mal ein Teil, du. Der ist sicher über 4,5 Meter hoch, als er unter der Brücke durchfuhr, ist er fast oben angestanden, zumindest
sind auf der Umfahrung Istanbul. Wir fahren da vorbei. Zu groß ist mir die Stadt. Jetzt bin ich gerade auf einer Raststätte. Dann hat es einem LKW den Reifen verjagt. Das hat einen Knall gegeben, ey, wie ein Donner. Ey. Wahnsinn. Ja, Pause. Wir machen kurz Rast an der Autobahn Richtung Istanbul und die AG und die Eiler machen hier gerade Straßenhund und gucken, was die LKW-Fahrer ihnen alles so zu fressen hinschmeißen. Oh, es braucht Pause nach der stressigen Fahrt, aber dann geht es gleich weiter. Und guckt euch den LKW an. Heute hatte ich schon mal so einen. Wenn der mal voll in die Kurve geht, kippt er gleich. Grausame. Also ich muss weit rüber, sonst streife ich den. Geiles Licht. So, da vorne, imposanter Bosporus. Also die Brücke, die von Europa nach Asien rüberführt. Und gleich passieren wir sie. Zum ersten Mal fahre ich mit dem Auto oder mit dem Camper in Asien ein. So, jetzt wird spannend. Guckt euch das Teil an. Das ist ja der Hammer. Ja, die haben noch eine größere Brücke, viel größer, weiter unten im Süden, aber trotzdem imposant, imposant. In Europa kenne ich glaube nicht so eine Brücke, vielleicht in Norwegen, weiß nicht, aber affenstark. So, letzten Meter von Europa, hier noch Festland, zack, jetzt sind wir auf der Brücke. Da ist der Durchgang vom Mittelmeer zum Schwarzen Meer, glaube ich. Und bald sind wir in Asien. Nicht schlecht. So sieht das von der Seite aus. Die Schiffe passieren da. So, der letzte Betonpfeiler. Imposant. Groß. Über 5 Meter dick und jetzt sind wir in Asien angelangt. Ja, ab jetzt in Asien unterwegs. So, Festland passiert. Jetzt geht die Route weiter am Schwarzen Meer entlang Richtung Georgien. So, wir fahren jetzt runter aufs Schwarze Meer zu unserem Übernachtungsplatz. Ich hoffe, er passt. Die Meerluft ist schon da. Wir sind auf Nebenstraßen. Die Scheibe ist schmutzig, aber ja, geht jetzt halt nicht anders. So, wir haben einen Platz gesucht und gefunden am Strand, aber wir standen vor der Entscheidung, fahren wir da jetzt noch rein, über den Sand oder nicht. Und René lässt gerade den Reifendruck runter auf 2,5 Bar und dann wird das versuchen. Super! Scheint gut zu klappen. Er kommt super durch. So, das ist eine richtige Dünenfahrt hier. Und er hat es geschafft. Für Sebastian ist Premiere. Er fährt seine erste Sanddünenfahrt. Das allererste Mal.
So, der nächste. Er muss den Reifendruck der König auch ablassen. Ja, immerhin, ich werde abgesagt. Er ist 2 Tonnen leichter. So, das war unsere 2. Nacht in der Türkei, nächsten Morgen. Ja, wir stehen da mitten in den Dünen. Kleines Plätzchen, es ist, glaube ich, schwierig hier zu stehen. Bis jetzt im Schwarzen Meer. Es braucht ein paar Anläufe, um irgendwas zu finden. Ob wir hier bleiben können, weiß ich nicht. Und ich bin eigentlich in eine Sackgasse, ich muss wenden. Und das mache ich jetzt, ja. Andreas sucht ein neues Plätzchen. Sein Reifendruck ist, was hat er gesagt, 2,5, glaube ich, oder 3 sogar, weiß gar nicht. Noch ein bisschen viel, aber es reicht, glaube ich, hier. Naja, es reicht. Sandra, die Umweltschützerin, immer überall ist sie am Plastik und an dem Müll zusammenlesen, vorbildlich. Da bleibt kein Plastik mehr irgendwie am Leben. Ja. So, das war die Sandfahrt, ging gut. Reifendruck vorne 1,5, hinten ist eher zu wenig, 1,7, da muss ich mehr, das war ein Test. Aber jetzt steht er auch mehr links. Das ist die rechte Seite, gleich viel Druck, aber weil das Gewicht jetzt halt links ist, quetscht den anderen mehr zusammen. Also, man kann so fahren im Sand, aber nicht auf dieser Straße, sonst ist der Reifen schnell kaputt. Vorne würde es gehen.
Nein, ich bin nicht in der Schweiz, ich bin in der Türkei und da gibt es ein Migros. Unglaublich, und da gehe ich jetzt rein. Mich nimmt Wunder, ob die wirklich diese Schweizer Migros-Produkte haben. Migros ist ein Detailhändler aus der Schweiz. Und jetzt schauen wir mal, ob ich hier Schweizer Produkte finde. Tja, Enttäuschung, keine Migros-Produkte, das ist eine eigene Marke. Nur alles Markensachen vom Osten, vor allem vom Westen. Also es ist einfach ein Markendiscount, mehr nicht. Also die Katzen hier sind richtig tough. Gestern waren wir im Restaurant und dann hat der Restaurantbesitzer gesagt, Achtung, müssen aufpassen, hier greifen die Katzen die Hunde an. Und dann meine lagen unter dem Tisch und dann kam tatsächlich eine Katzenmama und ist auf eine meiner Hunde los, hat sie angegriffen, obwohl die nur da gelegen sind, also voll tough. Und die da erobert jetzt schon den war hier den Platz, den eigentlich uns zusteht. Also da, wo ich heute rausgefahren bin, sind schon zwei stecken geblieben und dann mit solchen Teilen. Wobei, der könnte sich selber befreien, schätze ich. Aber der andere war richtig übel drin. Jetzt wird er da rausgezogen. Hey, und ich bin da durchgefahren, das ja. So, so, das reicht. Ich will mal sagen, falscher Reifendruck, nicht abgelassen. Das sind die Plastikteile, die halten gar nichts aus. Den hier hat er zuerst rausgezogen, aber ich glaube, der hat ein Getriebeproblem. Aber den Reifendruck hat er halt auch nicht runter gemacht und der Sand ist weich, dann sauft man schnell ab. So Leute, das war es schon wieder von mir. Kurz und knackig und ja, was kommt als nächstes im nächsten Video? Fahren wir ein bisschen ins Landesinnere und da habe ich Fantastisches erlebt mit Felsformationen, Flussdurchfahrten, kleinen. Und ja, tolle andere Dinge, Menschen kennengelernt in einem kleinen Dorf und so weiter. Ja, das werdet ihr dann bald sehen. Das ist jetzt das, was gerade aktuell gelaufen ist, die letzten 2-3 Tage. Und schön wart ihr dabei und wie immer Daumen hoch und bis bald. Tschüss.